Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit ich eigentlich denken kann und mich mit dem Glauben beschäftige, und schon als kleines Kind habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich dieser Gott? Warum gehe ich überhaupt in die Kirche und wozu das Ganze? Also schon ziemlich lange stelle ich mir auch die Frage, naja, Gott habe ich noch nie in meinem Leben so richtig gehört. Wie kann ich doch seine Stimme vernehmen? Wie kann ich seinem Wort folgen? Weil, wie wir am heutigen Evangelium sehen, wenn man als Christ den eigenen Hirngespinsten folgt, dann endet es meistens nicht so, wie es Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen nennt Jesus seinen ersten und wichtigsten Jünger Petrus auch Satan, weil er nicht das hört, was Jesus zu ihm sagt, sondern dem folgt, was sein eigenes Gehirn, seine Ängste oder Wünsche und Sehnsüchte produziert haben. Und das ist etwas, was Jesus von seinen Jüngern nicht will. Woanders sagt Jesus, dass wir dieser Welt nicht folgen sollen, nicht wie die Welt sein sollen. Dasselbe ist damit gemeint. Und wenn du die Bibel liest, egal welches Buch du aufschlägst, es geht immer darum, die Stimme Gottes zu hören und ihr zu folgen. Mir gefällt so sehr die Geschichte von Mose, der, naja, versucht, Gott zu hören. Und wie sich zeigt in seinem ganzen Leben, hört er irgendetwas anderem. Also schenkt etwas anderem sein Gehör. Ob es die anderen sind, die ihn anjammern, oder vielleicht seine eigene Angst oder seine eigenen Ambitionen, immer wieder. Und wie Mose sind wir alle. Wir folgen jedem und allem, nur Gott nicht. Weißt du, warum ich das weiß? Dass wir Gott nicht folgen? Stell dir vor, wir würden es tun. Jeder einzelne Christ, ungefähr 1 Milliarde gibt es von uns in dieser Welt. Was würde wirklich passieren, wenn alle Christen Gottes Stimme folgen würden? Stell dir vor. Und trotzdem lädt Jesus seine Jünger eindringlich dazu ein, seine Stimme zu suchen in dieser Welt und ihr zu folgen. Zuerst, wie kann man sie vernehmen? Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Im Prinzip ist es ganz einfach. Das ist so, wie wenn du mit einem Menschen redest. Also ich führe sehr viele Gespräche. Und ich muss ehrlich sagen, und wenn du an dein Leben denkst, wirst du das dir selber auch eingestehen müssen, ich höre meistens nicht zu. Die reden und reden und reden, aber da fängt man ein paar Wertfetzen ein und dann, ja, man weiß ungefähr, worum es geht. Aber so richtig zuhören, was der andere sagt, das tue ich sehr selten. Weil es auch ausreicht, damit wir gute Beziehungen mit anderen führen können. Mit Gott ist die Sache ein bisschen anders. Entweder hörst du ihm zu oder du tust das nicht. Gott, wie es in der Bibel sehr oft heißt, ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist wie ein kleines Kind, also Gott ist wirklich sehr kindisch.
Und das ist nichts Schlechtes, weil wenn Kinder etwas wollen, dann ist es egal, was die Mama sagt, was der Papa sagt, ob Geld da ist oder nicht, es muss her. Und Gott ist auch so. Wenn du ihn hören willst, ja, dann ohne Kompromisse. Du musst einfach dich darauf einlassen. Wie sieht es in der Praxis? Im Grunde genommen ist es nicht so kompliziert. Man schenkt Gott Zeit und das war's. Und was du in dieser Zeit machst, soll dich auf Gott ausrichten. Sehr hilfreich dazu ist die Bibel, also sie einfach zu lesen, das Wort Gottes zu kauen, wie es in der Bibel heißt. Immer wieder aufs Neue. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dich auf ihn ausrichtest, immer wieder aufs Neue und ihm ganz Gehör schenkst? Dein Gewissen wird gebildet. Dein Gewissen wird gebildet. Dein Leben wird sich wandeln. Weil wenn du seine Stimme hörst und sie ernst nimmst, musst du dich immer entscheiden. Und dann heißt es nicht ein bisschen, sondern entweder tue ich das Gute oder ich tue es nicht. Also Gott macht keine halben Sachen. Und weißt du warum? Weil er dich liebt. Weil er weiß, wenn du dir selber folgst, dann wirst du zugrunde gehen. Du wirst vielleicht ein schönes Haus haben oder auch nicht. Du wirst eine Familie haben oder auch nicht. Und wie Kohelet sagt, was von dem kannst du mitnehmen? Letzten Endes. Und Gott sagt, dein Leben. Und das ist das, worum es geht, in diesem Hören auf das Wort Gottes. Gott Zeit schenken, ohne Bedingungen. Und diese Bedingungen sind manchmal sehr verführerisch. Du kannst den Rosenkranz runterrattern, du kannst Litaneien beten oder fromme Lieder singen oder über Gott nachdenken. Aber versuch einmal so zu beten, als ob er wirklich da wäre, im Staunen über ihn, wie großartig er ist, weil er dir das Leben geschenkt hat. Versuch so zu beten. Und dann kommt das Zweite, was ich schon angedeutet habe. Wenn du sein Wort hörst in deinem Leben, wenn du seine Stimme hörst, dann besteht die große Gefahr, dass dein Leben sich ändern wird. Und das ist das, wovon jeder von uns, wirklich jeder, Angst hat. Es wird dir wie Petrus ergehen, der sich da vorgestellt hat, mit Jesus wird es toll. Wir machen tolle Dinge. Er wird das jüdische Volk befreien oder sonst was. Keine Ahnung, was Petrus sich da vorgestellt hat. Und Jesus sagt ihm, nö, stell dich hinten an und schau zu, wie ich mein Leben hingebe. Und Petrus, ich glaube, der musste echt mit den Zähnen knirschen, als Jesus ihm das gesagt hat, du Satan, geh mir aus den Augen. Aber zähneknirschend, im Gehorsam, hat er sich hinten angestellt
und den Weg mit Jesus gegangen. Später hat er noch ein paar Mal gefehlt, grob und fahrlässig. Aber er hat es immer wieder gemacht, sich hinter Jesus gestellt. Und deswegen war er der Fels, auf dem die Kirche gebaut worden ist. Wenn du so lebst, im Hören auf das Wort Gottes in deinem Leben und wirklich das Gehörte auch versuchst umzusetzen, und das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Du kannst 10.000 Mal fehlen. Lies das Evangelium, wie oft Petrus gefehlt hat und wie er gefehlt hat. Aber wenn du ihm folgst, seine Stimme in deinem Leben, wird es sich verändern und dich zu einem Leben in Fülle führen. Nicht nur im Jenseits, irgendwann, das wird auch kommen, das ist das Versprechen, das Gott uns gibt, aber auch schon jetzt. Schaut euch die Kinder an, wie sie sind. So ist auch Gott. Er ist bedingungslos, manchmal scheint er unbarmherzig, aber er weiß ganz genau, was er will. Er will das Leben für dich.